YouTube, wir spielen ein Spiel, das wir alle kennen und lieben, dessen Name ist Spore oder im Deutschen Spore. Ein Spiel, was ich schon eine ganze Weile nicht mehr gespielt habe, aber ich habe es sehr geliebt und ich hatte irgendwie heute Bock drauf. Wir sind live auf Twitch, Link dazu in der Videobeschreibung. Kommt rein, dann können wir live nämlich diskutieren, miteinander spielen, reden und so weiter und so fort. Es lohnt sich, es sind ganz viele coole, aufgeregte Menschen, die sagen, ey, Zuseher da draußen, warum bist du nicht hier? Ich will mich mit dir unterhalten. Ich möchte eine Konversation mit dir führen. Also komm jetzt bitte sofort live. Dankeschön an Hauptfeldwebel, der noch 500 Bits hier reinschleudert. Und wir starten natürlich ganz, ganz, ganz von vorne. Mit der Zellenphase. Beginne ganz am Anfang. Entwickle deine eigene Schöpfung von ihren bescheidenen Anfängen im Wasser bis hin zur intelligenten Spezies auf der epischen Reise von Spore. Nice. Nice. Gut, legen wir mal los. Wir entscheiden uns, der Chat hat gebrüllt, bitte, bitte, kein Veganer. Wir wollen hier so einen schönen Fleischfresser, irgendwas Bösartiges, das am Ende den Planeten verseucht und vergiftet. Also, let's go. Wir nehmen Schwierigkeitsgrad normal natürlich. Kabams. Und ich würde sagen, dann geht's weiter. Dippen wir rein. Oh nein, ich konnte keinen Namen eingeben, weil es ein bisschen geglitscht hat. Achtung, laut. Wie heißen die denn jetzt? Zufall. Random. Wird spannend. Und so beginnt es, das Leben. Jede deiner Entscheidungen bei Spore beeinflusst deine Zukunft. Als Zelle musst du fressen, wachsen und dich weiterentwickeln. Das Wachstum wird unten in der Fortschrittsanzeige angezeigt. Das ist deine Fortschrittsanzeige. Wenn du frisst, sammelst du DNA-Punkte. Diese kannst du in neue Teile investieren, um deine Zelle weiterzuentwickeln. Fortschritt führt zum Wachstum und deine Welt wird größer. Das Spiel ist schon recht alt, Leute. Deswegen läuft es nicht ganz rund. Dankeschön an Echo für den Sub. Und die Maus ist auch irgendwie nicht 100% korrekt aus irgendeinem Grund. Aber da sind wir in der Ursuppe. Das ist sie, die Ursuppe. Wir sind ein Fleischfresser. Das bedeutet, wir essen Fleisch. Alles, was eben nicht vegetarisch oder vegan ist. Der da, der sieht auf jeden Fall lecker aus. Komm her, du Strolch. Ich will dich essen, nein! Und ich hätte gerne ein Spiel, was nur in der Ursuppe spielt. Aber man kann sich immer krasser weiterentwickeln. Ich hab was in der Hose für dich. Crazy! Dankeschön, wow, wow, nein, 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 nein. Warum willst du mich essen? Was habe ich dir getan? Hey, hey, oh Gott, alle wollen mich töten. Ich habe jetzt schon Todfeinde. Schnell, friss. Friss, mein Freund. Du musst wachsen und gedeihen. Andere Zellen und Meteorsplitter sind der Schlüssel zu neuen Teilen. Jedes Teil hat besondere Fähigkeiten. Wenn du das neue Teil erscheint, schwimm über den Token, um es einzusammeln. Krass. Nicht schlecht. Gut. Ich will einsammeln, aber meine Maus sagt nein. Gib mir das neue Teil und dann werde ich mich paaren. Dann werde ich einen Balzruf machen und mich vermehren. Aber so ist sie, ne? Die Evolution. So ist sie. Man frisst, man wächst, man versucht eben Elemente zu finden, um die anderen zu überbieten. Einfach nur krass. Weil so funktioniert das. Kann ich den hier totfressen? Guck mal, der ist eigentlich ein bisschen kleiner als ich. Wie die alle Angst vor mir haben. Wie sie quieken und winseln. Ah, du kleine Kartoffel. Ich werde dich fressen. Aber die kleine Kartoffel ist deutlich schneller als ich. Ja, haha. Jetzt schon ein Tyrann. Jetzt schon abgrundtief böse. Uff. Nächste Area. Oh, wow, 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 wow. Der Beißer hier.
Ich muss ein Weibchen anlocken. Friss mein Weibchen nicht, ich muss mich paaren. Ich muss Liebe machen mit dem Weibchen. Um die nächste Generation auf die Welt zu bringen. So, wir können hier einmal die Farbe anpassen. Na, wir können echt viel machen. Es gibt auch diverse Mods und so weiter. Das Auge hau ich mal raus. Ha. Wo machen wir das Auge hin? Wie sollen wir aussehen? Ich hätte gern... Was ist das hier? Es gibt Tempo. Ein Filtermaul. Naja, wir müssen den Kiefer behalten. Kann ich? Nee, das geht nicht. Ich mach so mein Maul. Obwohl, dann komme ich vielleicht nicht dran. So ein Doppelmaul. Und hier sind meine Augen am After. Kann ich ihn noch langziehen? Ich glaube, das geht alles erst später. Später kannst du ja noch voll die crazy Sachen machen. Ah, jetzt im Moment geht noch nicht so viel, wenn ich so klein bin. Mein Kopf breiter machen, warte mal. Geht das jetzt schon? Moment, ging das schon? Also ich weiß, man, ja, hier kann ich mich breiter machen. Kann ich auch meinen Kopf breiter machen? Ja, das geht. Dann mache ich alles andere dünner. Ich bin wie so ein tödlicher Pfeil. Das mache ich wieder breit und die anderen Sachen mache ich dünner. Aber in die Länge ziehen zum Beispiel geht noch nicht. So, maximal dünn. Ne, ich mache alles dünn. Ich bin Schwengel. Ein fressender Schwengel. Kann ich... Oh, yes. Kann ich dich größer machen? So. Alter, ich bin jetzt schon eine Killermaschine. Ich bin jetzt schon eine absolut bösartige Killermaschine. Die können weg. Und dann gebe ich mir hier noch das hier. So. Was meint ihr? Sieht das gut aus oder sagt ihr, na, weiß nicht? Ich kann den Namen unten ändern. Spezies benennen. Wie geht denn das? Ah, hier. Das sind die Quantums. Das sind die Quantums. Haarig. Dumm. Und bösartig. So. So. Haarig, dumm und bösartig. Oh, hier habe ich einen Fehler drin. Moment, kann ich hier nicht... ja, wie gesagt, die Maus ist total verklitscht. Jetzt muss ich alles wegmachen, das ist doof. So, da haben wir es doch. Das passt, oder? Amen. Quantums. Gut. Let's go. Let's go. Die nächste Stufe ist erreicht. Alter, was für ein Biest. Mit dem würde ich mich nicht anlegen, du. Wenn der kommt... Okay, der hier ist noch schlimmer. Oh Gott. Boah, hier drüben so ein Riesenvieh. Kabams. Achtung, Vorsicht. Ich bin Predator. Ich bin Spitzenpredator. Alter, der hat hinten Spikes. Ey, 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 ey. Da ist Dreck im Weg. Boah, das sieht so cool aus, oder? Ich finde, das ist auch optisch immer noch richtig schön, oder? Das ist optisch immer noch irgendwie sehenswert. Oder was meint ihr? Dafür, dass das Spiel schon wieder so alt ist, ich finde, das muss ich nicht verstecken. Ey, ich wünschte, die würden einen neuen Teil machen. Die Grafik ist zeitlos, ja, sehe ich genauso. Ey, ich bin fast RIP. Ich bin fast RIP!
Wie mich alle wollen, ne? Wie mich alle töten wollen. Was habe ich euch getan, außer eure Babys fressen? Hey, 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 jetzt hör mal auf. Ich brauche hinten Schwänze mit Stacheln. Ich brauche Backdoor. Oh, er hat mich getötet. Er hat mich wirklich getötet. Frech. Ja, da war nicht locker gelassen, der Dude. Komm, ist es. Ja. Jetzt bin ich größer. Guck mal hier, zack. Wie der einfach nicht locker gelassen hat, ne? Oh mein Gott, oh mein Gott. Ob ich den so von der Seite töten kann? Hey, 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 hey. No, 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 no. No, 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 no. Geh auf andere, aber nicht auf mich. Ich bin jung, dumm und unschuldig. Ey, der will auch unbedingt mich. Das gibt's doch nicht. Hilfe! Nein! Alter, sind die fies unterwegs. Man merkt schon, Quantums, die sind nicht besonders agil. Die sind nicht besonders agil. Langsam, groß und dumm. Oh, der hier. Er hat sehr viele Augen. Mit dem wir... Der hat hinten so einen Furzantrieb. Der hat hinten so einen richtig krassen Furzantrieb. Komm schon, schnapp ihn dir, den kleinen Wusler. Na, 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 bleibst du hier? Na also, geht doch. Ich will auch so einen Furzantrieb. Okay, die Münder an der Seite, das ist nicht so vorteilhaft. Ich glaube, da werde ich nochmal am Design ein bisschen arbeiten müssen. Sobald ich die nächste Stufe erreicht habe, werde ich mich wieder paaren und fortpflanzen und mein Design noch ein wenig überdenken. Kann ich jetzt hier nicht wieder ein neues Element finden? Eins müsste ja irgendwo gespawnt sein. Ja, hast mich eben noch gejagt, ne? Jetzt hast du Angst. Oh mein Gott, der bringt mich trotzdem um. Mit seiner Giftaura. Fies. Da war was zum Einsammeln. Habt ihr es gesehen? Wo was zum Einsammeln ist? Oh Mann. Die anderen Viecher sind echt alle verdammt fies. Was war das eben gerade? Hier. Hier ist was gespawnt. Ja, die Tokens. Aber ich habe sonst keins gesehen. Guck mal hier, schnelle Drehung. Ich muss agiler werden. Wir müssen unbedingt agiler werden, Freunde. Ist hier noch irgendwo eins? Ich habe hier keins mehr gesehen. Ich hätte gern die Furzdüse. Guck mal, wie schnell der hier ist. Boah, da hinten ist nochmal ein riesiges Vieh. Pfälzer, yo! Dankeschön für den Sub, was geht's? Da hinten ist nochmal ein riesiges Vieh. Zum Glück konzentrieren die sich noch nicht auf uns. Achtung. Kleines Kartoffeltierchen, komm! Die kleine Kartoffel da unten will ich fressen. Ist der schnell? Eieieiei, er war hier mein mächtiger Stachel, der Stachel des Quantums. Boah, wie strong einfach Gift ist. Na, nein, 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 ich muss... Nein, er saugt mich aus! Er saugt mich aus! Oh nein. Porky, dankeschön. Der Krieg in der Ursuppe ist einfach nur heavy. Der ist einfach nur mega, mega heavy. Das Gift. Ich muss das Gift meiden. Ich will unbedingt Gift. Gift ist richtig unfair. Ha! Und jetzt schnell rein. Auch wenn ich vergiftet bin. Einfach holen. Komm schon. Mr. Spikey. Wie er Angst hat. Voll süß irgendwie. Jetzt habe ich schon fast irgendwie Mitleid. Ich weiß gar nicht, ob ich ihn jetzt noch töten will. Ich bin zu langsam. Ich muss upgraden. Ich muss paaren. Wer will mit mir Liebe machen? Wer hat Bock auf Liebe? Quantina. Quantina will mit mir Liebe machen. Nice. So, wir müssen unser Design komplett überdenken. Wir müssen einiges verändern. Gift. Ich glaube, es wird Zeit, dass ich mich weiterentwickle.
Kann ich mich irgendwie in die Länge ziehen? Nee, das geht noch nicht, ne? Das geht leider noch nicht. So. Hier mache ich meine Augen hin. Vorne meinen Kiefer. Wie viel Punkte habe ich denn noch? Guck mal, Kiefer und hier so die Spikes. So. Das war's. Mehr geht erstmal nicht. Okay, Gift ist noch nicht drin. Gift ist leider noch nicht drin. Let's go. Ah, ich will erstmal ein bisschen Geschwindigkeit, aber kommt noch. Oh, guck mal, jetzt sind wir deutlich schneller. Das war richtig ätzend, wie langsam wir waren. Jetzt sind wir deutlich, deutlich schneller. Quantum hat sich positiv entwickelt. Oh, hier, Schnauze an Schnauze. Krieg ich so gar nicht. Was? Der blockt mich hier ab? Der blockt mich hier wirklich ab? Uff. Uff. Der blockt mich hier eiskalt. Ich muss die Kleinen hier erledigen. Guckt euch mal den Grünen da oben an. Der besteht quasi nur aus Gift. Und die Kleinen haben richtig Schiss vor mir. Na komm. Sind alle so ein bisschen verletzt, aber niemand stirbt. Da ist einer von meinen Jungs. Oh nein, Gift. Oh, das Gift ist so strong. Wie abartig ist bitte schön das Gift. Nice. Jetzt schnell. Schnell, friss doch was. Gibt's nicht. Quantums sind echt, echt anstrengende Wesen. Ja, jetzt hast du Angst. Alter, schaut euch mal das Riesenvieh da hinten an. Ja, die haben immer wieder Angst, aber die sind so... Oh mein Gott, nein! Friss mich nicht! Friss mich nicht! Uff. Bitte nicht aufessen. Dankeschön. Ich brauche noch viel mehr Stacheln eigentlich. Aber dafür muss ich erstmal wieder ein bisschen größer werden. Ah, Mist, ich steche sie immer. Aber dann fliehen sie. Guck mal, hier vorne ist ein Kampf. Quantina hilft mir. Jetzt bleibe ich dran. Jetzt hole ich mir den. Noch einen kleineren gefressen, nice. Komm schon. Da ist nochmal so ein kleinerer. Ich muss die Kleinen auf jeden Fall essen. Ich krieg den Kleinen nicht. Ich krieg den Kleinen nicht. Ich krieg den Kleinen hier nicht. Ich bin irgendwie immer noch zu lahm. Wie können die so viel schneller sein wie hier? Au! Hier. Milchfreezy, guten Abend. Guck mal, ich hit die alle an, aber ich krieg sie nicht, weil die einfach viel zu schnell sind. Guck mal, die schwimmen sogar ins Maul von dem Riesen da drüben. Ja! Nice! Hier, Stich! Gab's irgendwie ein Turbo? Konnte man ein Turbo reinmachen mit Shift? Nee. Man ist immer gleich langsam. Ich fühle mich irgendwie immer noch voll langsam. Ich finde, die Viecher hier sind alle viel, viel schneller als ich. Du brauchst Gift, viel Gift. Na, Gift ist halt ein... Alter, Gift ist halt ein Assi-Vorteil. Bams. Haut er mich weg. Gift ist böse. Vielleicht sollte ich wirklich voll auf Gift gehen. Vorne Gift, hinten Gift, alles zugiften. Ich müsste mal einen von denen töten, weil die haben halt dieses Maul. Das hätte ich ganz gerne in meiner Collection.
Come on, come on. Habe ich ihn gerade gestochen, den hier? Kann ich ihn verletzen? Ich habe ihm, glaube ich, voll ins Auge gestochen. Kann es sein? Richtig schön assi ins Auge. Ah, ich erwische einfach keiner von denen. Die sind einfach viel schneller als ich. Nein! Aber die haben auch nur zwei. Guck mal, die haben auch nur... Haben die nicht dieselbe Geschwindigkeit wie wir? Das sind die einfach besser designt, was die Aerodynamik angeht. Erki, guten Abend! Willkommen! Komm, den kriege ich noch. Dann rüsten wir um auf Gift. Oh, was ist das denn hier für ein Fieser? Was ist das denn hier für ein Fieser? Look at this. Wo ist einer von meinen? Irgendwo da oben. Es wird Zeit für Paarung. Aber ich glaube, ich werde davor nochmal gefressen. Nein! Au! Oh, hier, ich kann fressen. Das nehme ich mir noch. Die nächste Stufe. Die nächste Stufe. Oh Gott, da drüben ist ein Spitzenpredator. Alter, die Ursuppe, die war ein echt harter Hustle, ne? Die Ursuppe war ein richtig, richtig harter Hustle. So, ein wildes Quantum will sich mit mir vermehren. Alles klar, habe ich ein besseres Maul? Nee, besseres Maul habe ich einfach nicht. Hm. Also Gift. Ich hab was in der Hose für dich. Ja, greif doch einfach in die Tasche und schau, was es ist. Gut, Sehvermögen, Sehvermögen. Hm. Ich hab was in der Hose für dich. Ja, greif doch einfach in die Tasche und schau, was es ist. Und wir machen das Gift hier hin. Und die Augen machen wir weg und geben ihr mal so Augen. Können wir die Flossen nämlich so machen. Gut, probieren wir es. Probieren geht über Studieren. Dankeschön für 100 Bits. Ostfriesen, Viking, Dankeschön für den Sub. Ah, ich bin na, doch schon recht schnell unterwegs. Ich ziehe hier eine schöne Giftspur, du. Wir machen hier eine schöne, solide, giftige Giftspur. Achtung, Vorsicht, Achtung. Boah, den habe ich einfach verputzt. Den hier will ich töten. Oh, ich werde schon wieder in die Zange genommen. Ey, die Ursuppe hier ist voll. Die Ursuppe ist voll. Ich will diesen einen mit dem schönen Moskitomaul. Den hätte ich ganz gerne. Guck mal, den kann ich jetzt auch easy snacken. Ah, ich bin hier gerade gegen den Strom geschwommen. Wo sind denn auf einmal alle hin? Ah, hier, den hier, komm. Komm, lass dich fressen. Ja, schön. Als her mit dir. Als her mit dir. Hahaha, die haben keine Chance. Ich bin giftig und bissig in einem. Die schlimmste Kombination, ein giftiger Fleischfresser. Nice. Und ich explodiere. So, hier ist ein neues Maul. Das will ich mir holen, Kumpel. Das ist einer von meinen Leuten. Teamwork! Komm schon. Noch einmal reinbeißen. Guck mal, wie er Angst hat. Als ob ich den nicht krieg. Oh, jetzt wieder so ein großer. Eieieiei, nein, nein, nein. Bimbi, dankeschön. Aus dem Weg! Aus dem Weg! Quantum, du blockierst mich! Oh Gott, die Quantums sind echt kein intelligentes Volk. Oh, 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 komm, friss nochmal hier. Nochmal fressen. Nochmal. Nice. Okay, das haben wir noch mitgenommen.
Space Johanna, dankeschön. Für das Verlängern. Guck mal, den kann ich nicht vergiften, ne? Der ist mir immer noch absolut überlegen. Voll ätzend. Ich würde mir wünschen... Boah, hat er mich. Nee, wenn der sich einmal so auf dich festgebissen hat... Ey, die holen dich weg. Da machst du nix. Die holen dich weg. Hier, so einen muss ich noch konsumieren. Stromschläge kann ich jetzt verteilen. Guckt euch mal den hier an. Egal, ich bin immun gegen Stromschläge. Ah, bin ich nicht. Aber ich habe ihn auch getötet. Korrem, dankeschön. Was sind das hier für Dudes? Müssen weg. Pflanzenfresser. Aber auch mit Stacheln hier. Boah, die halten ja ganz schön was aus. Nein! Kommt der Brummer und haut mich noch weg. Dankeschön, Korrem, für den Sub. Kommt der Brummer und haut mich hier noch weg. Komm schon, ich unterstütze dich. Quantums müssen zusammenhalten. Nice. Nice. Wir machen noch die Anzeige voll. Uff, Alter, schaut euch dieses Ding an. Ah, hast du keine Chance. Yes. Es ist Zeit für Liebe. Es ist Zeit für Amore. Quantina, lass uns tanzen, den Tanz der Liebe. Lass uns gemeinsam romantisch werden und die Paarung einleiten. Okay. Strom ist zu teuer. Wo sehe ich denn nochmal meine Punkte? Ah, hier, 23. Strom kostet zu viel. Das gibt halt einen schönen Tempo-Boost. Was hältst du zu Fukuhila-Haarschnitt? Was hältst du? Was ich davon halte? Keine Ahnung. Es gibt Menschen, die sehen gar nicht so kacke damit aus, aber ich glaube, die würden auch besser aussehen mit einem anderen Haarschnitt. So gesehen, nicht so meins. Sagen wir mal so, ich würde es nicht machen. Ich hätte nicht so Bock auf Fukuhila. Ich hab was in der Hose für dich. Ja, greif doch einfach in die Tasche und schau, was es ist. Na, ich weiß nicht, so ein Grau kann man... Könnte man die Farbe nicht irgendwie nochmal anpassen? Dass es dunkler wird? Ich will so ein richtig schönes Schwarz. Name unaussprechlich. Dankeschön für den Sub. Ich hätte gern auch ein anderes Maul. Also, Strom kostet 25, Gift kostet 15. Strom ist super teuer. Ein Maul brauchen wir, sonst können wir nichts fressen. Oder mal so eine Nur-Maul-Einheit. Was kosten die hier? Ich könnte die entfernen. Man könnte halt noch Gift machen. Da wäre ich giftig. Elektrisch. Und verfressen in einem. Ich probiere es. Was haben wir zu verlieren? Was haben wir zu verlieren? Ich bin jetzt... Alter, schaut mich an. Oh, komm, jetzt sind hier schon so kleine Muscheln und alles. Das Spiel ist so genial. Das Spiel ist so verdammt genial. Ich will diesen Furzantrieb. Ich will auch so einen. Was ist das hier für Dinger? Egal, müssen sterben. Gift, Strom, das ist alles drin. Warum stirbt ihr nicht?
Als ob. Als ob. Als ob. Ice Crusher, dankeschön. Als ob. Dass der nicht stirbt. Ja, aber trotzdem. Der hat irgendwie alles weggesteckt. Unglaublich. Was mit dem hier? Habe ich eine Chance gegen den? Eieieiei. Aber er ist in meiner Giftwolke. Ja! Das gute alte Gift. Oh nein, jetzt kommen hier wieder diese... Das sind wie so Piranhas. Das ist wie Piranhas hier, ne? Eieieiei, komm schon! Yes, Quantum König der Evolution. Er ist giftig und elektrisch. Im echten Leben ist er nur giftig. Richtig nice. Nächste Stufe. Wow, 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 wow. No. Ah, die haben sich auch verbessert. Den hier könnte ich noch erledigen, oder? Easy. Guck mal hier den brutzlig an. Da kann er sich nicht mehr bewegen. Dann fresse ich ihn auf. Oh, hier, hier. Ja, der Antrieb. Gib ihn mir. Jetzt kann ich in Frieden sterben. Jetzt kann ich in Frieden sterben. Weil ich habe den Superantrieb. Komm schon, mach ihn platt. Muss den nur noch fressen. Kann ich nicht. Irgendwie kann ich ihn nicht aufessen. Jetzt. Yes! Oh mein Gott, Quantum ist ein Gehirn gewachsen. Glückwunsch, du bist auf dem besten Weg, ein Bewusstsein zu entwickeln. Yes, Quantum ist keine dumme, hässliche Fressmaschine mehr. Beim Schwimmen im Schlamm kann dir keiner das Wasser reichen. Wenn du bereit bist, die große, weite Welt zu erobern, klick auf Weiterentwickeln. Ich bin nicht bereit. Nein, ich will mich nicht weiterentwickeln. Ich will nicht. Ich will weiter im Schlamm schwimmen. Ich will doch weiter im Schlamm bleiben. Die große, weite Welt macht mir Angst. Ich habe Angst davor. Ich habe irgendwie ein bisschen Angst. Ich will eine Furzdüse. So. Jetzt fühle ich mich schon ein bisschen besser. Let's go. Major Town, dankeschön. Jetzt bin ich schnell. Oh nein, der ist schneller. Wie kann der schneller sein? Ich habe doch auch eine Furzdüse. Bams. Kann ich hier eigentlich noch irgendwas Cooles einsammeln? Ah, im Schlamm sind die Quantums einfach die Kings. Guck mal hier, ich umkreise ihn einfach, dann muss er in mein Gift reinschwimmen, dann habe ich ihn. Auch wenn er so ein Panzerfisch ist. Mit seinen ganzen 3 Milliarden Stacheln, er hat keine Chance gegen mein Quantum. Es gäbe noch das andere Maul. Aber wo finde ich das hier? Sammeln, 5 von 6. Ich brauche hier ein paar Alpha-Zellen. Was denn mit dem da? Der hat doch ein anderes Maul. Hier, der ist doch ziemlich Alpha, der Dude. Hat mir aber nichts gegeben. Das Allesfressermaul. Ja, wie komme ich denn da ran an das Allesfressermaul? Wer hat das denn? Den Grünen. Okay, ich muss den Grünen killen. Ich meine, Allesfresser ist halt immer so ein Vorteil, ne? Als Allesfresser kann dir halt wirklich niemand irgendwas. Ach, das ist dieses Moskitomaul. Das hier, ne? Was der hier hat. Der, wo dich aussaugt. Boah, den kann ich aber nicht angreifen. Der ist too big.
Oi. Ey, mit dem könnte ich es easy aufnehmen, ne? Aber ich kann ihn nicht verletzen, weil er zu groß ist. Mist. Ich muss so einen kleiner finden. Und der lässt mich nicht mehr los, der eine hier. Der hat sich jetzt auch irgendwie so ein bisschen auf mich eingeschossen. Was? Bitch. Alter. Ein Schieder neben dem anderen Schieder. Haut dir mir einen Schniedel zwischen die Augen. Ich werde später deine Spendennachricht mir genau durchlesen. Aber großes, großes Dankeschön für den netten kleinen Schniedel. Damit habe ich schon meine ganzen Ziele erreicht. Ich sag ja, Ziele muss man sich setzen. Da ist wieder so einer, aber immer nur in groß. Den muss ich töten. Ich will ihn klein finden. Aber hier schwimmt keiner in klein rum. Ich hab was in der Hose für dich. Ja, kann doch einfach in die Tasche. Panic Gaming, dankeschön für den Prime. Dankeschön für den netten kleinen Primus. Ich finde den Moskito hier nur in XXL. Den Blair. Alter, guckt euch das an. Wie fies ist das denn? Du kommst nicht weg und er nuckelt dich einfach kaputt. Der Blair nuckelt dich kaputt. Der Prime war nur der Bonus zum Schniedel. Das ist aber sehr, sehr nett. Skjör, deine kam gestern durch. Ja, auch dir natürlich ein großes Dankeschön. Ich habe die auch gestern Abend nochmal erwähnt, aber da war es anscheinend schon weg. Ich habe gestern Abend nochmal alle so durchgelesen, die ich noch irgendwie mir schnappen konnte. Hab nochmal zu allen Danke gesagt, aber da warst du, glaube ich, schon weg. Es war so gegen, ich glaube, ja, 10:30, ein bisschen nach 10:30. Ey, ich finde den nicht, Leute. Ich glaube, ich entwickle mich weiter. Ich glaube, ich entwickle... Da, aber der ist auch, ne? Ah, nee, ich finde den nicht. Hier gibt's den kleinen nicht mehr. Hier gibt's nur noch einen groß. Da lag ich im Bett, Frühschicht halt. Ja, tut mir leid. Aber gestern war ja irgendwie alles kaputt. Also ich mache jetzt noch eine kleine Runde durch die Ursuppe hier. Aber guck, hier wieder einer von denen. Auch wieder ein groß. Nur in Big. Das gibt es doch nicht. Ich hätte ihn jetzt so gerne noch konsumiert, um das Maul zu haben. Gut, ich entwickle mich. Ja, ich kann nicht mehr größer werden. Ich muss mich ja jetzt entwickeln. Hier. Diese Zeitachse zeigt die Geschichte deiner Aktionen in der Zellphase an. Du hast Wesenszüge entwickelt, die dir einzigartige Fähigkeiten bescheren, von denen du zukünftige Generationen profitieren werden. Welchen Weg hast du eingeschlagen? Naja, ich war ein kleiner, hässlicher, dummer Nippel und habe mich entwickelt zu einem grauen Nippel. Und ich bin ein Fleischfresser, durch und durch. Nice. So. Landung. Schließe die Zellphase ab und besiedle die Oberfläche.